SharePoint-Podcast, Ausgabe 395 vom 18.07.2018. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 395. Folge des SharePoint Podcast. Einer offen zugegeben eingeschobenen Folge. Eigentlich wollte ich mit der Sommerinterviewfolge schon beginnen, aber irgendwie habe ich mich verzählt und habe die alle schon für 396, 97, 98, 99 vorproduziert und da ist irgendwie die 395 untergegangen. Deshalb schiebe ich jetzt noch einen dazwischen, was aber auch gar nicht so schlecht ist, weil da kann ich noch ein paar Dinge hier für euch rüberbringen, die, ich glaube, auch ganz interessant sind und die jetzt gerade aktuell reingekommen sind. Fangen wir erstmal ganz kurz und knapp damit an, dass wir immer noch Freikarten für den IOM Summit verlosen. Ja, der ist am 19. September in Bonn. 2 Tage geht es um die digitale Transformation, um den Digital Workplace, insbesondere auch, wie sich die modernen Arbeitsmittel wie Office 365 dort integrieren. Ich werde mit dabei sein, ein kleines World Café moderieren. Und ja, ihr könnt dafür Freikarten gewinnen. Alles, wie das funktioniert, steht halt auf den Shownotes unter dem Link Freikarten für den IOM Summit. Und der Einsendeschluss ist der 31.07., also bis Ende des Monats. Das habe ich im letzten Podcast ja schon angekündigt und es haben sich schon ganz viele dran beteiligt. Aber Chancen, sind halt 3 Karten da, könnt ihr euch noch dran beteiligen. So, dann habe ich ganz aktuell ich weiß gar nicht mehr, welchen Kanal habe ich das eigentlich bekommen, über LinkedIn oder so weiter. Es ist heute mittlerweile relativ schwer geworden. Ich bekomme Feedback von euch, das lese ich dann irgendwo mobil. Und wenn es jetzt nicht gerade per E-Mail ist, dann ist es halt immer in meinem Outlook drin. Aber wenn es dann irgendwie mal eine Nachricht auf Twitter war oder eine Nachricht auf LinkedIn oder eine Message in Facebook, dann ist das nachher irgendwie nicht gespeichert. Dann muss ich manchmal gucken, wo kam das eigentlich her? Egal, woher es kam. Jedenfalls der Marco Schmidt-Nägel hat mir geschrieben, dass man, nachdem ja Microsoft Teams seit einer Woche in einer kostenlosen Variante zur Verfügung steht, es damit tatsächlich möglich ist, so eine Art kostenfreies Office 365 zu bekommen. Ja, man glaubt es kaum. Und zwar für bis zu 300 Benutzer ist ja Teams frei. Und er hat ganz kurz, ich gebe mal kurz einen Überblick darüber. Er hat gesagt, die Dateiablage findet für ein Team in einer SharePoint Site Collection statt. Die persönlichen Chat-Dateien liegen in einem OneDrive und die Verwaltung der Mitgliedschaften von Teams erfolgt über ein Azure Active Directory. So, damit hat man schon mal die Grundbestandteile und in seinem Beitrag, den er auf seinem Blog veröffentlicht hat, hat er das Ganze mal ein bisschen genauer auseinandergeklamüsert und mal gezeigt, was denn da eigentlich im Moment so frei möglich ist. Er ist auch noch nicht ganz so sicher, ob das alles so bleiben wird und er muss auch noch ein bisschen weiter investigativ tätig werden, um rauszufinden, was dort alles passiert. Jedenfalls sein Fazit, schon einmal vorab, was wir hier gefunden haben, hat uns alle selbst überrascht. So, den Blogartikel dazu verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und übrigens auch Raphael Kölner und ein paar Jungs aus der Office 365 User Group, Meetup Group in Köln, der Ecke, haben sich diesem Thema angenommen und haben auch dazu einen Artikel geschrieben. Ziemlich spannend. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es auf Dauer kostenlos bleibt? Alles sozusagen. Mal gucken, wie das bei Microsoft dann weitergeht. Gut. Dann auch nochmal zu Teams. Gab es einen kleinen Artikel. Ich weiß nicht, wer von euch das Surface Hub nutzt. Aber um dort auch Teams nutzen zu können, braucht man so ein paar kleine Schritte, die erforderlich sind. Und wie das geht, gibt es in einem Artikel auf docs.microsoft.com, also da, wo die Dokumentationen stehen. Und der nennt sich Deploy Microsoft Teams für Surface Hub. Habe ich damit an euch weitergegeben. Jetzt noch so ein paar kleine Tipps. Encrypting E-Mails from Anywhere. Auch ein Artikel, der ist auf Microsoft TechNet erschienen und beschreibt eine Möglichkeit, wie man ganz einfach E-Mails verschlüsselt verschicken kann. Ja, Ausgangspunkt war da irgendwie, er schreibt das so schön, die Ausgangssituation. Der Chef ist irgendwo unterwegs im Urlaub und will dann mit seinem Surface Pro und Office 365 Plus oder mit seinem Browser irgendwie eine Nachricht verschicken. Und weiß nicht, ob das auch
waterproof ist. Also jedenfalls eine kleine Geschichte drum geschrieben, egal. Jedenfalls ist die Frage, wie kann man ganz einfach dem Chef ermöglichen, dass wenn er eine E-Mail wegschickt, dass die verschlüsselt ist. Und die Lösung, die hier angeboten wird, ist eine Kombination aus den Office 365 Verschlüsselungsfunktionalitäten und Exchange Online Mail Flow Rules, wie das so schön heißt. Das sind also die Regeln, die man errichten kann. Und das zeigt er dann auch und das läuft im Grunde genommen darauf hinaus, dass man am Ende der Nachricht einfach ein Hashtag Encrypt der E-Mail anhängt und das wird dann über diesen Flow erkannt, die Nachricht wird verschlüsselt und entsprechend rausgeschickt. Dazu muss man das Ganze ein bisschen labeln, man muss ein paar kleine Formulare ausfüllen, ein paar Regeln einrichten. Er beschreibt es aber ganz ausführlich Schritt für Schritt in seinem Artikel. Und finde ich eine coole Idee. Ich muss das bei mir auch mal machen, dass man mal bei Bedarf eine E-Mail einfach mit Hashtag verschlüsseln kann und verschlüsselt verschicken kann. Dann war ja oder ist noch, was haben wir heute, Mittwoch, ist glaube ich noch die Inspire-Konferenz von Microsoft in Las Vegas. Also die riesengroße Partnerkonferenz. Komischerweise kam in diesem Jahr gar nicht so viel live darüber. Ich habe es eigentlich in Erinnerung, dass letztes Jahr viel mehr live gestreamt wurde, auch von der Keynote. Ich habe nur ein bisschen in die Keynote reingeschaut. Aber da sind so ein paar Ankündigungen drin und eine betrifft Yammer. Yammer in Office 365 und da gibt es die Möglichkeit, Announcing Intelligent Event Capabilities for Yammer in Office 365. Das heißt, in Yammer kann man jetzt auch verschiedene Live-Events automatisch oder relativ einfach erstellen. Man kann so ein Live-Event direkt aus Yammer kreieren. Man kann eine eigene Event-Page dazu bauen. Man kann den Event auf der Event-Page beiwohnen und all das ist jetzt in Office 365 dran, in einer Kombination aus Yammer, Stream, Teams und dem Rest von Office 365. Also diese ganzen Tools wachsen immer mehr zusammen und der Artikel von der Conny Wu habe ich euch natürlich auch verlinkt. So, dann auch von der Inspire kommt die Ankündigung eines neuen Programms. Microsoft hat ja jetzt auch zum 1. Juli sein neues Geschäftsjahr gestartet, die switchen ja immer zum Halbjahr ihr Geschäftsjahr. Ich habe eigentlich noch gar nicht so die richtig, das hätte eigentlich auf der Inspire auch sein müssen, eigentlich so die richtige Ankündigung, was ist denn eigentlich in diesem Jahr im Fokus bei Microsoft? Aber ich kann mir schon vorstellen, Microsoft 365 mehr User, nicht Adoption, but Usage nach vorne zu bringen. Und ich denke mir auch nach wie vor den Digital Workplace sozusagen voranzubringen, die digitale Transformation. Eins, was auf jeden Fall kommen wird, ist das SharePoint Business Apps Partner Program. Das wird ein Programm, mit dem man SharePoint Business Applications bauen kann, in der Kombination mit SharePoint Listen, Power Apps, Power BI, Forms, Microsoft Flow, all die ganzen Tools, die da sind und die auch immer besser werden und immer mehr Möglichkeiten bieten. Und daraus soll man ja als Citizen Developer, sage ich mal so. Das sind ja so die Nachfolger der Power-User, die früher im SharePoint Designer sich einen Hals gebrochen haben und heute sich sozusagen auf die Business-Apps-Plattform stürzen. Also SharePoint, Power-Apps, Power BI, Forms und Flow. Und ja, und da kann man sich jetzt in ein Partnerprogramm eintragen lassen, wenn man entsprechende Lösungen baut, die dann, hier ist mal aufgeführt, Assessment and Planning, Automatisierung, Architektur, Migration, Sicherheit, Compliance, Management, Datendienste, Education und Training. So, darum werden dann überall interessante Lösungen gesucht. Und wie gesagt, dann kann man in dieses Programm reingehen. Dieses Programm gibt dann dem Partner die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen zu nutzen. Bis hin zu NDA-Briefings und so weiter und so fort. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe euch die beiden Links dazu verknüpft. Einmal den Artikel über dieses Partnerprogramm und dann den Link zur Startseite von dem Partnerprogramm, wo man sich registrieren kann. Und die Registrierung beginnt oder hat am 15. Juli begonnen und geht bis zum 10. August. Und bis zum 31. August kann man dann approved werden und
in diesem Programm dann ab September loslegen. Also es gibt eine gewisse Qualifizierung davor, aber ihr könnt euch dort halt über dieses Formular bewerben. Die nächste Bewerbungsrunde beginnt dann im Januar 2019. So, und last but not least habe ich für euch noch etwas Lustiges dabei, nämlich der Brad Smith, der Präsident von Microsoft für den gesamten Bereich der Security, der sich auch schon seit längerem um das Thema kümmert, Datensicherheit und alles, was damit zu tun hat, hat auf Microsoft on the Issues, also auf dem offiziellen Microsoft-Blog über die Issues, über die Themen sozusagen, den Artikel geschrieben: Facial Recognition Technology, the Need for Public Regulation and Corporate Responsibility. Kurz zusammengefasst, das, was ich auch schon ein bisschen länger sage und was wir auch hier in der Apokalypse schon länger mal diskutiert haben, ist halt die neuen Möglichkeiten der Cognitive Services, der KI, zum Beispiel mit Bilderkennung, mit Videoanalyse und so weiter und so fort. Und das sind ja alles tolle Funktionen, die da sind. Aber vielleicht ist dem anderen, einem anderen, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, der doch Bauchschmerzen bekommen, wenn man sich überlegt, was damit alles möglich sein könnte. Wenn man zum Beispiel mit Gesichtserkennung, ich weiß nicht, eine riesengroße Demo mal überwachen könnte und dann wüsste, wer wann, wo, wie war, weil einfach automatisiert das Ganze über Gesichtserkennung gemacht worden ist. Und ja, und da hat eben einen entsprechenden Aufruf gestartet und auch eine entsprechende Diskussion, ich weiß nicht, in Gang gesetzt, aber zumindest angereichert aus der Microsoft-Seite, der gesagt hat, hey, wir müssen uns mal darüber kümmern. Was wollen wir denn da eigentlich? Es geht nicht darum zu fragen, was kann die Technik, sondern was kann die künstliche Intelligenz, sondern darum zu fragen, was wollen wir, dass die künstliche Intelligenz tun kann und tun darf. Und ja, und das ist, ich denke mir, dieses Thema wird uns, glaube ich, wenn es jetzt mal neue Microsoft-Geschäftsjahr ist oder unser nächstes Halbjahr, ganze nächste Jahr, ganz, ganz intensiv beschäftigen. Und es lohnt sich mal, diesen ganzen Artikel von ihm durchzulesen, das Statement von Microsoft dazu, wie die das sehen. Ob das natürlich alles so nachher umgesetzt ist, eine zweite Frage. Aber man sieht, die Diskussion wird zumindest aufgenommen. Ja. Und damit sind wir dann bei dem Punkt, den ich, noch nicht ganz. Oder doch, sind wir an dem Punkt, nämlich mit dem Thema künstliche Intelligenz. Denn ich möchte euch, habe ich ja letztes Mal auch schon gemacht, auf die Sommerinterview-Serie hinweisen. Die startet ja jetzt am 20. und dann am 1., 10. und 20. August kommen die nächsten Folgen. Ich habe vier Kollegen eingeladen, mal wieder über ein bisschen länger zu quatschen hier im Podcast. Und wir haben uns zwei Themenblöcke vorgenommen. Das eine Thema ist, wie sieht eigentlich das moderne Intranet aus? Was brauchen wir eigentlich im modernen Intranet? Wie funktioniert das Ganze? Brauchen wir noch ein klassisch strukturiertes Intranet? Oder reicht es einfach, wenn wir uns alle nur noch mit Teams unterhalten? Was ist mit Archivierungssicherheit und so weiter und so fort? Also, das ist ein Schwerpunktthema. Und das zweite Schwerpunktthema, was ich mit meinen Gästen diskutiert habe, ist die Frage künstliche Intelligenz. Haben wir auch gerade ja gehört. Das kommt immer mehr, künstliche Intelligenz kommt immer mehr in unseren täglichen Arbeitsablauf. Bilderkennung, Videoerkennung, automatische Transkription, Übersetzungsfunktion. Ihr kennt das mittlerweile alles, Spracheingabe und so weiter. Und das kommt mit einer ziemlich großen Geschwindigkeit. Wie weit wird das unsere Arbeitswelt verändern? Sind das Risiken? Sind das gute Chancen? Was müssen wir machen? Worauf müssen wir achten? Passt gut, wie gesagt, in die Diskussion rein, die auch der Brad Smith hier angestoßen hat. Wir haben das in den vier Ausgaben auch diskutiert. Mit dabei sind die Judith Schütz von der OSN in der Schweiz. Oliver Wirkus macht wieder mal ein Vancouver Calling, ruft aus Kanada an und gibt uns mal übrigens sehr interessante Einblicke, kann ich jetzt schon sagen, in die kanadische Office 365 Landschaft und auch die Mentalität, die dort herrscht. Dann haben wir Urgestein Hans Brender mit dabei, der vorbeischaut. Und zum Abschluss kommt Fabian Moritz von der ITAX hier aus Berlin. Und er hat schon mehrere Projekte auch mit KI umgesetzt und wird uns darüber berichten. So, das sind die Folgen, die dann kommen. Und
Ja, das ist eigentlich so das, was ich euch heute in dieser Folge noch mit auf den Weg kann. Doch halt, eins habe ich noch, one more thing. Sketchnotes. Genau, Sketchnotes ist das Abschlussthema heute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr bestimmt schon gesehen, sind gerade in letzter Zeit viel durch die sozialen Medien gegangen, gerade auch in unserem Umfeld. Ursache dafür ist die Luise Frese, die Räuberleiterin, die uns das Ganze mal auf dem Collapse Summit in Mainz ein bisschen näher gebracht hat. Ich habe mit ihr dazu auch einen Community Talk gemacht, ein Video. Ihr könnt gleich hier das Interview auch hören, was ich mit ihr geführt habe. Ja, Sketchnotes, diese grafische Visualisierungstechnik. Ich habe mich da auch früher mal mit beschäftigt und wie üblich, man guckt sich eine Technik an, fängt mal ein bisschen was an und dann so konsequent macht man das dann doch nicht weiter, wenn man nicht eine spezielle Motivation dahin hat. Aber jetzt durch dieses Interview war ich jetzt einfach nochmal ein bisschen motiviert, habe mich mal einen Nachmittag hingesetzt, meine alten Stifte und alles rausgeholt und habe für die letzten SharePoint-Podcast mal eine Sketchnote erstellt, in dem ja, der Inhalt nochmal verzeichnet worden ist. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Ich habe es Luise geschickt, sie hat sich das angeguckt, fand das auch ganz toll und hat dann selber mal für sich die letzte Folge angehört und hat davon auch eine Sketchnote gemacht. Ich werde das beide mal hochladen, dass ihr euch die auch in den Shownotes mit anschauen könnt. Und war interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Sketchnotes auch sind und hat mir nochmal so ein bisschen den Hintergrund geöffnet, wo man gesagt hat, klar, jeder hat ja eine entsprechend andere Intention, warum er die macht. Ich kenne natürlich den ganzen Inhalt, der da drin ist. Für sie war das vielleicht nochmal neu, dass man das einen anderen Schwerpunkt setzt, was man auffindet. Aber super interessant zu sehen, wie unterschiedlich das ist und wie auch bestimmte Dinge wahrgenommen werden. Toll, tolle Technologie, macht richtig Spaß. Und wir werden das im Herbst auf jeden Fall noch etwas intensivieren. Wie gesagt, ihr könnt euch das anhören. Und mit der Luise habe ich einen Gespräch geführt auf dem Collapse Summit und da gibt es euch nochmal einen kleinen Überblick über die Sketchnotes und das hören wir uns jetzt mal an. Das war die Session von Dan Holm gestern und aufgezeichnet hat sie Luise Frese, Räuberleiterin. Genau. Die Luise ist nämlich Office 365 Beratung, Trainings machst du, Richtig. Aber du bist auch jemand, der Sketchnotes macht und da denke ich mir, wir suchen ja immer Themen, die wir nicht 100-mal durchgekaut haben. Was macht man denn mit Sketchnotes? Ja, mit Sketchnotes kann man auf Konferenzen, auf Vorträgen, kann man dort einfach mal seine Gedanken ein bisschen visueller festhalten. Das bedeutet, man hört anders zu, man versucht sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, man hat auch mal den Mut, ein bisschen was wegzulassen und man hört einfach ein bisschen entspannter zu und visualisiert das Ganze hinterher und dann entsteht auch wirklich was Schönes, was man hinterher auch wirklich aufbewahren möchte und nicht Notizen hat, die man sich eh nicht wieder anschaut. Genau, und ich kann es ja nochmal hier in die Kamera ein bisschen genauer halten. Man sieht ja dann auch hier, du schreibst ja nicht nur Texte mit oder dicke Zeilen, sondern du machst ja auch kleine Männchen oder kleine Bezeichnungen rein. Das hilft sozusagen, die Erinnerung oder den Kontext aufzuarbeiten? Ja, das hilft mir einfach dabei, so ein bisschen besser zu schauen, was ist denn eigentlich so die Kernaussage von dem, was da gerade gesprochen wurde. Also wir wissen, Bilder sind in unserem Gedächtnis viel, viel länger haltbar, als Worte es sind. Bilder sagen auch viel, viel mehr als 1000 Worte. Den Spruch haben wir auch alle schon ein paar Mal gehört. Und es ist einfach so, wenn ich mir ein kleines Schlösschen aufzeichne und dieses Schloss schließe, dann bedeutet das sowas, heißt Sicherheit oder Abgeschlossenheit oder Intransparenz. Und wenn ich das Schloss aufmache, dann bedeutet es eben das Gegenteil. Mhm. Und das ist universell. Also das kann auch jemand aus einer anderen Sprache verstehen, also weil es ja quasi ein Piktogramm ist. Darüber hinaus ist es sehr Kommunikation auf Augenhöhe, weil so eine Sketchnote kann auch jeder in jedem Level verstehen, egal ob er jetzt Endanwender ist, ob er IT-Pro ist, ob es ein Entwickler ist, ob es ein Architekt ist etc. Ich habe das auf der WeConnect Intranet Reloaded in Berlin. Die machen seit Jahren, engagieren sie eine professionelle Sketchnoterin, die dann jeden Vortrag einfach auf so einem großen DIN A2 Blatt zusammenfasst. Und nachher an einer großen Wand kann man praktisch an jede Session gehen und hat wirklich einen relativ schnellen Überblick. Ach, was hat der da gesagt? Was waren die Highlights? Da hört natürlich auch zu, dass, wenn man auf so eine Veranstaltung kommt, dass man irgendwie was von dem Inhalt ja mitkriegt, wenn man so ein Sketchnote macht. Man kann ja da nicht als völlig unbedarft da hingehen. Man muss ja schon ein bisschen den Hintergrund haben, worüber redet der da, damit ich auch die Zusammenhänge ein bisschen darstellen kann. Ne? Insofern ist, sag mal, dein Office 365 Know-how auf so einer Veranstaltung jetzt nicht schädlich. Das ist auf gar keinen Fall schädlich. Ich würde aber sagen, es ist nicht unbedingt notwendig,
alles zu verstehen, was dort gesprochen wird. Also the big picture, das ist das, was entscheidend ist. Also die Idee ist wichtiger als das Detail. Es muss auch keine Kunst dabei rumkommen, also zumindest keine große. Man muss erkennen können, aha, da hat einer Idee, aha, da ist jemand der Handelnde, vielleicht soll da jemand inspiriert werden, aber es geht nicht darum, Feinheiten auszuarbeiten. Nun werden ja viele sagen, oh, ich bin jetzt aber kein so begnadeter Maler und Zeichner. Es ist aber gar nicht schwer einzusteigen, ne? Es ist überhaupt gar nicht schwer einzusteigen. Also jeder, der ein Kreis, ein Viereck, ein Dreieck und einen Bogen zeichnen kann, ist tatsächlich qualifiziert, schöne Sketchnotes tatsächlich entwerfen zu können. Und nur für alle, um mal Mut zu machen, ich hatte früher in Kunst immer eine 5. Und aus dem umgekehrten W und zwei Kringel kann man ganz schnell ein paar lustige Männchen bauen und so weiter. Das geht alles. Eine beliebte Session auch auf der Republika immer, wenn sie die machen. Insbesondere, weil da mal die wunderbaren Stifte ausgegeben werden von Neuland, mit denen man so richtig gut zeichnen kann. Aber du zeichnest ja nicht nur hier auf Papier, sondern du zeichnest ja auch digital. Womit? Genau, ich nutze dazu OneNote und neuerdings auch Whiteboard von Microsoft. Einfach zwei wundervolle Tools, auch um seine visuellen Notizen zu erstellen. Vorteil in OneNote ist natürlich, ich kann hinterher nochmal alles neu arrangieren. Ich kann es vielleicht ein bisschen luftiger machen. Wenn ich mich vielleicht irgendwo verschrieben habe, kann ich es nochmal ausbessern. Ich kann ein bisschen mit den Farben noch ein bisschen anpassen. Ich kann skalieren. Und es ist hinterher natürlich sehr, sehr gut teilbar, was natürlich diese kollaborativen Gedanken sehr unterstützt. Wie machst du die Eingabe? Surface oder worauf läuft genau, das bei dir? Genau, also ich arbeite nur in Surface Pro, arbeite sehr, sehr viel, überhaupt auch handschriftlich auf diesem Gerät, auch ohne zu sketchen, aber für Sketchnotes ist es dann natürlich absolut optimal. Hilft dir da auch die Funktion, dass deine Handschrift dann quasi auch sozusagen in Text umgewandelt, beziehungsweise dass du diese Texte dann auch durchsuchen kannst, obwohl sie in Handschrift sind? Ja, also Freihand in Text ist eine sehr, sehr beliebte Funktion bei mir. Auch, dass meine Handschrift wirklich durchsuchbar ist, auch ohne, dass ich sie umwandeln und transkribieren lassen muss. Allerdings ist das für Sketchnotes tatsächlich kontraproduktiv, weil da kommt es ja eben darauf an, einen Text genau an eine bestimmte Stelle zu setzen. Das ist etwas, was... Das klappt in OneNote noch nicht so ganz perfekt. Das wird dann irgendwie immer entweder zu weit links oder zu weit rechts und dann bastelt man zu lange irgendwie danach. Aber überhaupt, Freihand in Text ist eine großartige Funktion und macht mein Leben zumindest sehr, sehr viel leichter. Es gibt ja auch, denk mal, wahrscheinlich das eine oder andere YouTube-Know-How-Video, wie man damit einstellen kann. Hast du einen Buchtipp? Es gibt da, glaube ich, so zwei, drei verschiedene ganz gute Sketchnote-Bücher, ne? Ja, also es gibt eine ganze Menge Sketchnote-Bücher. Ich würde da Tanja Föhrs Buch sehr empfehlen und zusätzlich das Bicablo von den Kommunikationsnutzen. Das ist der Bilderkartenblock, der eben dafür sorgt, dass man sich solche Symbole, dass man einfach eine bessere Idee von bekommt, wofür könnte das stehen, wie zeichne ich das und muss ich tatsächlich ein Van Gogh sein oder reicht es auch, wenn ich ein Viereck zeichnen kann? Das Buch von der Tanja, ist, aus welchem Verlag ist das? Ich weiß, ich glaube, ich habe es nämlich auf der Maker Faire, da war nämlich ein Buchstand, da stand nämlich diese Sketchnotes, da waren mehrere Bücher aus. Bin ich jetzt tatsächlich überfragt, können wir ja vielleicht später nochmal unter das Video drunter schreiben. Ja, also ich finde das auch immer toll. Ich habe auch mal angefangen mit Sketchnotes. Man kann es wirklich ganz gut visualisieren. Luise, vielen Dank. Wo findet man dich? Hattest du schon gesagt, aber nochmal Räuberleiterin? Räuberleiterin.de. Und dann aber mit AE. Mit AEU, genau. Oder einfach auf Twitter @luisefrese.de. Okay, vielen Dank. Viel Spaß hier noch. Ja, Sketchnotes. Eine Technik wie auch so andere Techniken, die ja zurzeit immer populär werden, wie zum Beispiel Working Out Loud, um Techniken, die uns helfen sollen, mit der digitalen Welt besser umzugehen und die Dinge einfacher zu verstehen, klarer zu machen und so weiter und so fort. Tolle Technik. Also ich werde sicherlich weiter rummalen und meine Kenntnisse da noch ein bisschen verfestigen. Ob ich jetzt für jeden SharePoint-Podcast einen Sketchnote mache, muss ich mal gucken. Sollte ich mir eigentlich vornehmen. Aber das kann ich mir dann ab der 400. Ausgabe vornehmen. Huh, das kommt ja noch eine 400. Ausgabe. Oh je, Gott, ich muss dafür noch jemanden einladen. Egal. Das war die 395. Ausfolge. Entweder war es die 395. Folge oder es war die 395. Ausgabe. Es war die 395. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Denkt daran, wenn ihr am IOM-Summit an der Verlosung der Freikarten teilnehmen wollt, schickt eine E-Mail an sharepointpodcast@outlook.de mit dem Kennwort IOM Summit 2018 und dann kommt ihr in den Lostopf. Bitte beachtet, dass die Verlosung nur unter Teilnehmern stattfindet, die sozusagen aus dem realen alltäglichen Arbeitsleben kommen, also nicht ein Berater und Lösungsberater aus entsprechenden Partnern.
Das ist die Vorgabe des Veranstalters. Das gehen wir aber gerne weiter. Ja, die Sommerinterviews starten am 20. Ich hoffe, ihr habt auch da wieder Spaß bei. Ich selbst verabschiede mich jetzt einfach auch mal. Lass die jetzt einfach so durchlaufen und wir hören uns dann Ende August auch wieder live wieder. Wahrscheinlich sogar tatsächlich live wieder. Ja, in diesem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Sommer und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Greth. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.